Heute stelle ich euch das Pipeline-Feature vom Jenkins 2 vor. Mit Pipelines kann man Continuous Delivery und Continuous Deployment realisieren. Eine wichtige Voraussetzung für feinkörnige Microservices. Ich habe den Jenkins 2 bei mir schon mal installiert, einfach das WAR-File heruntergeladen und beim Tomcat ins WebApps-Verzeichnis geworfen. Nach dem ersten Start vom Jenkins 2 werdet ihr gefragt, ob ihr ein paar nützliche Plugins oder ein paar vorgeschlagene Plugins installieren möchtet. Das habe ich mit Ja beantwortet und damit wurde auch das Pipeline-Plugin in den Jenkins 2 integriert. Vielleicht so viel noch, das Pipeline-Plugin kann man auch schon mit dem Jenkins 1 einsetzen, aber ich mache das hier gleich mal mit dem Jenkins 2. Ja, also nach Installation und Installation der Plugins komme ich auf diese Seite hier und kann einen neuen Job anlegen. Das möchte ich auch mal tun. Und für den Job brauche ich jetzt einen Namen. Ich nenne das mal jetzt simpel Demo und sage, er soll mal eine Pipeline erstellen. Okay. Und hier kann ich die Pipeline noch weiter konfigurieren. Zum Beispiel, dass er ein Build anstößt, um sobald jemand Änderungen pusht, ins Repository pusht. Und hier ein Stückchen weiter unten finden wir einen Abschnitt zur Pipeline und können hier ein Pipeline-Skript definieren. Ich wähle hier mal ein Beispiel, das Hello World-Beispiel, und ändere das mal leicht ab. Note bedeutet hier, dass die Schritte hier alle auf einem Knoten ausgeführt werden. Man kann auch ein Build auf mehrere Knoten verteilen, das ist auch möglich. Ich ändere das ein klein bisschen ab und sage, Stage 1 ist Compile und Stage 2 ist Test. Das sind solche Pipeline-Schritte und in jedem Pipeline-Schritt wird hier eine Ausgabe jetzt gemacht, einfach ins Logfile. Das reicht mir mal als erstes Beispiel und jetzt kann ich den Build auslöse. Ich habe es manuell mit Jetzt bauen ausgelöst und wir sehen hier, er hat diese zwei definierten Stages ausgeführt. Stage 1 Compile, Stage 2 Test. Und ich kann jetzt auch mal einen Blick auf den Build werfen, die Konsolenausgabe und sehe hier tatsächlich Hello World 1 und Hello World 2. Als nächstes möchte ich aber ein bisschen was Sinnvolleres machen, außer nur Hello World ausgeben. Und deshalb editiere ich jetzt mein Build. Moment, Pipeline Steps, da sehe ich die nochmal ausgeführt, aber ich will woanders hin, Back to Project, konfigurieren und möchte wieder in diese Ansicht hier zur Pipeline. Da finde ich hier unten jetzt einen Link Pipeline Syntax. Und kann hier einzelne Snippets generieren, die ich einfach übernehme. Also ich habe hier so einen Sample-Step, zum Beispiel, dass er überprüft, ob eine Datei existiert. Dann sage ich ihm einfach, wie die Datei heißt. Zum Beispiel will ich jetzt überprüfen, ob es ein Dest-Verzeichnis gibt. Und dann generiert er mir hier Groovy-Code, den ich einfach kopieren kann und in meine eigene Pipeline einbaue. Es gibt hier auch eine Referenz, eine Online-Dokumentation mit vielen, vielen Beispielen, die man verwenden kann, um eigene Pipelines zu definieren. Also man sollte sich vielleicht nicht abschrecken lassen, dass ich hier die Pipelines jetzt mit Groovy schreiben muss. Ich muss dazu kein Groovy lernen. Ich kann einfach Beispiele anpassen. Es ist intuitiv und natürlich ungeheuer mächtig. Also mit einer DSL, mit einer problembezogenen Sprache, um Pipelines zu definieren, damit kann ich wirklich alles machen. Aber auch wirklich alles. Ich kann Schleifen integrieren. Ich kann auf Datenbanken zugreifen. Es gibt nichts, was man da nicht mitmachen könnte. Aber ja, ich möchte jetzt natürlich auch die Pipeline, wie gesagt, ein bisschen komplexer machen, ein bisschen mehr an ein wirkliches Beispiel anlehnen und dazu gehe ich wieder auf Konfigurieren und editiere jetzt nicht mehr mein Pipeline-Skript hier drin. Ich möchte das natürlich auch in IntelliJ machen oder in Eclipse mit einem Groovy-Editor und ich möchte natürlich auch mein Pipeline-Skript in Quellcode Repository verwalten. Deswegen sage ich Pipeline Script from Source Code Management und ich verwende hier Git und kann das entsprechend konfigurieren. Ich habe mir auch schon mal so ein einfaches
Projekt angelegt unter GitHub, das ich dafür verwenden möchte. Und hier gibt es auch schon so ein Jenkins-File mit dieser GroovyDSL. Und ich verwende jetzt die Adresse dieses Repositories hier. Okay, ohne irgendwelche speziellen Credentials. Und der Skriptpfad zum Jenkins-File ist einfach Jenkins-File. Das speichere ich mir mal ab. Okay, und löse jetzt nochmal ein Bild aus. So, es hat einen Augenblick gedauert und jetzt sehe ich hier, beim zweiten Bild hat sich meine Pipeline verändert. Es wird jetzt nicht mehr die Pipeline verwendet, die wir gerade noch hier im Formular erstellt haben. Stattdessen wird eine Pipeline verwendet, die im Projekt drin ist. Die möchte ich mir jetzt auch mal anschauen. So, ich bin jetzt hier in meiner Entwicklungsumgebung und sehe das Jenkins-File, das ich hier editieren kann. Und ich habe hier auch schon ein bisschen was vorbereitet. Als erstes lege ich mir hier eine Variable an, mvn home. Das erkennt man hier auch an dem Dev-Keyword. Also diejenigen unter euch, die Groovy beherrschen, die fühlen sich gleich zurecht. Für die anderen ist es nicht so kompliziert. Und danach gibt es hier einen Befehl vom Jenkins Tool. Mit Tool ermittelt er jetzt hier den Pfad von einem Werkzeug, das wir mit dem Namen M3 hinterlegt haben. Das steht hier für Maven 3. Und ich habe tatsächlich auch im Jenkins Maven 3 angelegt, wo er Maven 3 findet. Und auf diese Weise findet er jetzt das Maven 3 Tool. Das ist hier noch ein bisschen umständlicher, weil ich nicht das Maven-Plugin verwende. Das ist noch ein bisschen unstabil, wird aber, ich denke, die nächsten Wochen so weit sein, dass wir das noch ein bisschen schöner machen können. Genauso wie hier mit dem Git-Plugin, um im Git ein Projekt auszuchecken. So, und das ist auch schon hier der erste Schritt. Stage Checkout Git mit dieser URL. Und da kann ich jetzt natürlich weitere Stages hinzufügen, wie zum Beispiel jetzt hier eine Compile Stage. So. Hier verwende ich jetzt die MVN Home Variable. Und sage dann okay. Bin MVN Compile. Yep, das sieht gut aus. Und dieses geänderte Jenkins-File, das commit ich jetzt. Und noch ein Push. Okay. Und weil ich nicht warten möchte, klicke ich jetzt hier einfach auf Jetzt bauen. Ansonsten würde er den Build natürlich anstoßen, um sobald ja, eine Timeout ausgelaufen ist, also nach 5 Minuten würde er überprüfen, ob sich da was verändert hat. Im Repository würde das ziehen. Hat er jetzt sofort gemacht und wir sehen, dass sich die Pipeline jetzt verändert. Der nächste Schritt ist schon anders. Wir haben ein Checkout und ein Compile. Und wir könnten jetzt komplett die Logs angucken oder wir können jetzt auch auf einen Schritt gehen und hier die Logs anschauen, speziell zu dem einen Schritt. Also ich sehe jetzt das Log zum Compile-Schritt mit Build Success. Ja, vielleicht kann ich auch das Auto aktualisieren, ausschalten. Dann kann ich ein bisschen ruhiger arbeiten. Ja. Da gibt es noch was ganz Tolles, noch schöner als die Abbildung. Hier ist es eine neue Jenkins-Oberfläche. Die ist allerdings noch im Alpha-Stadium und die ist auch schon so eine richtige One-Page-App ohne das Nachladen. Viel schöner. Allerdings, wie gesagt, frühes Stadium. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, jetzt habe ich ein Step Compile. Jetzt möchte ich vielleicht noch weitere dazu bauen. Was können wir jetzt noch machen? Ich mache jetzt noch mal eine weitere Stage mit Test. So, und da mache ich gleich noch mal eine Stage rein und was anderes. Da mache ich vielleicht einen Acceptance-Test. Okay, und für Acceptance, da gibt es den Input-Befehl. Da kann ich eine Message übergeben.
Bitte Usability, was heißt Usability auf Deutsch? Bitte. Ja. Ich kenne kein gutes Wort, deutsches Wort dafür, lass mal Usability. Bitte Usability prüfen. So. Und dann machen wir vielleicht noch ein Installations Stage Install. Okay. Dann wieder ein Commit. Input für Acceptance und ein Push. Ich bin jetzt wieder im Jenkins und löse ein Bild aus mit unserer veränderten Konfiguration. Es sieht jetzt zunächst nochmal so aus wie vorher, bis er dann merkt, dass sich hier was verändert hat. Und das sehen wir hier. Okay, gucken wir mal auf den Testlog. Okay, Tests sind durchgegangen. Und jetzt haben wir diesen Acceptance-Schritt und da zeigt er uns jetzt ein Formular an. Und wenn ich hier nichts mache, bleibt er hier stehen. Mit meinem Timeout kann ich dazu auch bringen, dass er abbricht. Ja, vielleicht breche ich den Job einfach mal ab mit Abort. Okay. Und stoßen jetzt nochmal an und lassen mal durchlaufen. Generell ist es so, dass ich weiter links die Schritte habe, die schnell gehen, die automatisch sind und weiter rechts die Schritte, die viel kosten, wie Integrationstests, Acceptance-Tests. Und jeder Build versucht dann, möglichst weit nach rechts zu kommen. Und ihn lassen wir jetzt mal weiter nach rechts laufen. Ich gehe auf Proceed und er kann dann weiterlaufen zur letzten Stage. Ja, wunderbar. Unsere Pipeline ist durchgelaufen. Ja, ich denke, ihr habt so einen Eindruck bekommen, was man so mit dem Pipeline-Feature vom Jenkins 2 machen kann. Mir gefällt das unheimlich gut. Es passt zu den Microservices und es gibt nochmal unzählige Features und Plugins, die man dazu einsetzen kann. Beispielsweise kann man hier auch ein Projekt überwachen und automatisch beim Branching wird für einen dann ein Job angelegt, der nur so lange lebt wie ein Branch und dann auch wieder verschwindet. Das ist ein unheimlich praktisches Feature, das uns schon viel Arbeit erspart hat. Ja, ich hoffe, ihr seid neugierig geworden. Probiert den Jenkins 2 und das Pipeline-Feature selber mal aus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.